Willkommen auf ostdeutschen Schienen. Willkommen in der DDR. Wir fahren heute mit einem der Fahrzeuge, welche bei der Deutschen Reichsbahn diejenigen waren, welche im Personenverkehr schlechthin nicht zu vernachlässigen waren. Wir fahren mit der Baureihe 243. Und damit recht herzlich willkommen hier auf der Strecke Projekt Freiberg in Sachsen. Wir rüsten unser Fahrzeug auf mit der Tastenkombination Shift und B, schalten wir die Batterie ein, verlegen den Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung, aktivieren den Luftpresser bzw. den Verdichter und ja, zu guter Letzt wird dann natürlich auch noch der entsprechende Pantograph gewählt oder Stromabnehmer. Wir schnappen uns heute den Stromabnehmer Nummer 2. Diesen heben wir natürlich auch gleich. Stromabnehmer heben wird vorgewählt, der Stromabnehmer geht hoch und in der Lokomotive sollten wir hier oben die Anzeige für 15.000 Volt aus der Oberleitung bekommen. Genau, die Anzeige schnellt nach oben, 15.000 Volt sind erreicht, wunderbar, und der Hauptschalter fliegt direkt hinterher. Spitzenbeleuchtung wird auch noch eingeschaltet, die drei Lämpchen vorne an der Lokomotive, und dann kann es gleich losgehen. PZB fliegt ebenfalls noch hinterher, Zugart O, Instrumentenbeleuchtung schalten wir uns an, die Beleuchtung im Führerstand, die geht auf stark, und die Bremse kann gelöst werden. Die Hilfssteuerung benötigen wir gleich. Wir stellen erstmal eine Geschwindigkeit von 40 km pro Stunde ein und dann geht's auch wirklich los. Lokomotive ist wie gesagt aufgerüstet, Fahrmotorlüfter gehen noch an und dann können wir wirklich abfahren. Hinten dran haben wir heute die wunderschönen Doppelstockwagen der Deutschen Reichsbahn. Werde ich auch gleich nochmal näher drauf eingehen. Und für uns geht's jetzt erstmal in den Bahnhof von Karl-Marx-Stadt. Insofern unser Fahrzeug anfahren möchte. Jetzt. So, 40 km pro Stunde sind voreingestellt. Die Lokomotive wird jetzt automatisch auf diese Geschwindigkeit beschleunigen. An der Stelle sei noch angemerkt, dass hier drüben ist keine AFB. Es ist ein Geschwindigkeitssollregler, der ja, die Zielgeschwindigkeit ungefähr erfasst. Er kommt an eine AFB relativ nah dran, aber ist längst nicht so präzise. Daher auch der Name Geschwindigkeitsvorwähler. So, weitergefahren werden darf mit einer Geschwindigkeit von 60 km pro Stunde. Wunderbar. Das Ganze haben wir bemerkt. Und wird auch mit der Wachsamkeitstaste quittiert. Und als nächstes haben wir ein rotes Signal zu erwarten, also HP0. Und natürlich freuen wir uns auch hier wieder im Osten auf das HL-Signalsystem. So, Wachsamkeitstaste betätigt. Und dann nehmen wir hier auch schon mal die Leistung runter. Den Rest machen wir dann bitte mit der Luftdruckbremse. Ja, wir fahren heute die Baureihe 243. Ich kündige schon mal an, dass heute der ja, Realismusgrad nicht allzu groß geschrieben sein wird, was mit der relativ komplexen Steuerung dieser Lokomotive zusammenhängt. Es ist auch für mich eine Herausforderung, jedes Mal wieder die Baureihe 243 oder überhaupt eine Lokomotive aus dem 143er Konsortium zu fahren, einfach weil die Bedienelemente hier drin wirklich sehr, sehr, sehr vielfältig sind. Für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke gelten hier ja, unterschiedliche Regelungen und so weiter und so fort. Das ist nochmal im Bahnverkehr, ich würde mal sagen, eine ganze Schippe drauf. Aber mehr dazu dann während der Fahrt. Hier vorne erst einmal der Bahnsteig, an dem wir anhalten müssen, in Karl-Marx-Stadt. Und brauchen nochmal ein bisschen Leistung, bitte. Ja, jetzt wieder die Frage, können wir mit der Hilfssteuerung fahren? Nein, auch die wirkt nicht. Dann müssen wir es so machen. Okay. So, sind wir 0 angekommen, dann nehmen wir nur fahren. Beziehungsweise nein, wir wollen gleich abbremsen. Deswegen gehen wir auf die Nur-Bremsen-Stellung. Und die Trennschütze haben wir im Hintergrund auch schon gehört. Wir bremsen ab und lassen hier den Zug zum Stehen kommen. Wir können auch direkt an der ersten Halttafel hier anhalten. Das ist kein Problem. Der Zug ist relativ kurz und wunderbar und ganz typisch für diese Zeit. Das schöne Bremsenquietschen. So, wir öffnen die Türen. Die Fahrgäste dürfen hinten einsteigen. Jetzt ist uns dieses ja, Bahnsteiguntergangshäuschen oder
dieses Treppenhäuschen im Weg gewesen. Wir haben hinten dran, wie gesagt, diese schönen Doppelstockwagen. Ich kann noch mal ganz kurz einen Blick hineinwerfen. Das ist wirklich Eisenbahnnostalgie pur. Ungefähr so sah es wirklich in den Doppelstockwagen der Deutschen Reichsbahn aus. Also wirklich sehr schöne Modelle auch hier. Macht richtig Spaß, mit denen rumzufahren. Aber auch wieder dazu dann mehr während der heutigen Fahrt. Wir setzen uns wieder vorne hinein. Bremsen können wir lösen, die Türen sind geschlossen. Wir wählen eine Geschwindigkeit von 40 km pro Stunde an. Langsam die Leistung hoch. Und normalerweise fährt man halt auch mit der Lokomotive langsamer an. Gerade bei Güterzügen ist die Hilfssteuerung unabdingbar. So, wir nehmen hier mal die Leistung runter, weil die PZB noch aktiv ist und auch die 45 überwacht. Deswegen lassen wir hier die Lokomotive ausrollen. So, leicht wieder Leistung dazu. Und da wir auch in der Ebene sind, aktivieren wir das Sonderprogramm Nur fahren. Zu den Sonderprogrammen dann auch nochmal während der Fahrt einiges dazu. Auf das Nur fahren gehe ich jetzt mal noch schnell mit ein. Das hat halt einfach den Hintergrund, dass die Lokomotive sowohl elektrische Zugkraft aufschalten kann, als auch elektrische Bremskraft. Und im Modus Nur fahren wird halt, ja, wie es der Modusname schon sagt, nur auf die Fahrsteuerung Strom gegeben. So, hier draußen sind es dann 80, mit denen wir fahren dürfen. Und unser nächster Halt ist dann Karl-Marx-Stadt. Hilbersdorf müsste es sein. Genau, Hilbersdorf müsste der nächste Halt sein. Geschwindigkeit können wir schon mal auf 80 erhöhen. Der Zug müsste aus dem Weichenbereich schon längst raus sein. Genau, durch die Doppelstockwagen ist der relativ kurz, unser heutiger Zugverband. Genau, auf 80 hochgeschalten. Wunderbar. Dann Leistung hochdrehen. Hier drüben sieht man auch sehr, sehr schön das Stufenschaltwerk dieser Lokomotive. Und hier können wir wirklich schönen Stoff geben. Ja, man sieht es schon, die Lokomotive fährt sich nicht wie eine der heutigen Drehstrom-Elektrolokomotiven, wo wir einen V-Max-Steller haben, auch AFB genannt, oder einen Zugkraftsteller. Auf der anderen Seite Führerbremsventil und E-Bremse. Nein, so leicht ist es bei der Lokomotive hier nicht. Wir haben einen Geschwindigkeits-V-Soll-Steller oder einen Geschwindigkeitssteller, der einer AFB, naja, sagen wir mal, ähnelt, aber dennoch keine AFB ist. Hintergrund ist der, eine AFB ist viel präziser und ja, ist eigentlich ein, nennen wir es jetzt mal, digitales System, was im Hintergrund arbeitet. Hier haben wir aber wirklich einen, naja, ich sag mal einen Vorgänger der AFB. Also es ist nicht AFB würdig, sagen wir es mal so. Wir haben halt wirklich nur eine grobe Geschwindigkeitsvorwahl, die wir hier drüben einstellen können. Mehr dann aber doch auch nicht. Daneben befindet sich der Zug- und Bremskraftsteller. Mit dem können wir, wie es der Name schon sagt, die Zugkraft oder halt die Bremskraft einstellen. Von 0 bis 100 geht's hier. Und daneben die sogenannte Hilfssteuerung, welche gerade zum Anfahren für schwere Züge benutzt wird. PZB wachsam, Halt erwarten und wir bremsen dann hier drüben runter. Stufenschalter ist bei 0 angekommen und die Trennschütze wurde im Hintergrund auch schon aktiviert. Zug bremst durch die Steigung schon relativ gut von selbst ab, brauche ich relativ wenig nachhelfen. Und du merkst schon, heute ist hier im Führerstand ganz schön viel Action. Unsere Fahrt führt uns heute bis nach Kleinschirmer. Unterwegs halten wir in Frankenstein, in Oederauen, in Falkenau, in Flöha, Niederwieser, Karl-Marx-Stadt, Hilbersdorf. Alles klar. Kurz zwischenspeichern noch. Und dann bringen wir den Zug hier erstmal zum Stehen. Ich kann auch heute nicht garantieren, dass wir pünktlich in den Bahnhöfen ankommen. Einfach wie gesagt, weil dieses Fahrzeug wirklich extrem komplex ist. Und da benötigt es wirklich schon fast eine Ausbildung, um auch das Simulatormodell hier fahren zu können. Aber einigermaßen ist das halt hier auch ohne, ich sag mal, tiefgründigere Kenntnis über die Baureihe 243 machbar. Deswegen nicht wundern, wenn hier, wie gesagt, einiges heute nicht nach
Bedienungskonzept der 243er geschieht. So, auch hier wieder alle Türchen auf. Mich würde mal noch interessieren, genau, ob man sich hinten in den Steuerwagen reinsetzen kann. Und tatsächlich, das ist möglich, aber wir können hier hinten keine Bedienelemente anfassen oder irgendwas. Wir haben hier wirklich nur nochmal eine extra Ansicht, was ich aber auch gar nicht mal so schlimm finde. Das macht sogar richtig viel Spaß. Und wir können auch hinten in das obere Abteil, oder ne, Abteil ist es nicht, aber in den oberen Bereich der Doppelstockwagen hineinwechseln. Richtig schön gemacht. Unten auch. Geniale Sache. So muss Eisenbahnfahren sein. Echt schön gemacht. Wunderbar. Auch zwischen die Türen können wir nochmal gehen. Da sehen wir auch, dass sie schon geschlossen sind. Wir lösen vorne schon mal die Bremsen. Oh, der Zug säuft uns nach hinten ab. Das wollen wir nicht. So, und wir beschleunigen wieder auf 80. Können uns auch hier befreien. Wir hatten schließlich schon grün am Signal. Nächster Halt ist dann Niederwieser. Um voraussichtlich 13.53 Uhr sollten wir dort ankommen. 19.53 Uhr haben wir es jetzt schon. Wird ein bisschen knapp. Also der Fahrplan ist heute definitiv nicht einzuhalten für mich. Aber ich glaube, das kannst du mir verzeihen. So eilig wirst du es immerhin nicht haben. 100 km pro Stunde dürfen vorgewählt werden. Und das nutzt man natürlich auch aus. Und wählen die vollen 100 an. Sehr schön hier drüben nochmal. Tigertrommel und ein wunderschöner Kran. Ist das nicht der Krupp-Kran? Das Krupp-Logo ist schon mal nicht dran. Damit passt es auf jeden Fall schon mal besser hier in die Szenerie hinein. Ja, kurz was zur Baureihe 243. Die Lokomotive wurde bei der Deutschen Reichsbahn wirklich großflächig eingesetzt. Hauptsächlich im Personennahverkehr, aber auch Personenfernverkehr war die Lok unabdingbar. Im Güterverkehr ist sie auch hin und wieder anzutreffen gewesen. Und heute wird sie auch noch von einigen privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen als ja, Güterzuglokomotive eingesetzt. Unter anderem bei der Erfurter Bahnservice GmbH. Die müssten die 143er oder 243er noch haben. Auch in der ja, ursprünglich weinroten Lackierung. Da sind sie definitiv noch anzutreffen. Ich habe auch die 243 letztens mal auf der Schiene gesehen, mit einem Containerzug hinten dran. Mal schauen, vielleicht werde ich dazu das Video auch mal demnächst noch veröffentlichen. Aber ansonsten ja, ist die Baureihe 243 eigentlich nur noch, würde ich behaupten, in Eisenbahnverkehrsmuseen anzutreffen. Oder halt bei der Deutschen Bahn umnummeriert in Baureihe 143. Und ja, von der Baureihe abgeleitet gibt es ja ein ganzes Konsortium an Lokomotiven. Die Baureihe 112 hätten wir da, die 114, 115, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob die 115 auch mit dazu gehört. 143 selbst, dann der Hochleistungscontainer Baureihe 255. Die müsste auch aus diesem Lokomotivpool, sag ich mal, entstammen. Wurde ja, soweit ich jetzt aus dem Gedanken weiß, auch in Henningsdorf zusammengeschustert, die Maschine. So, erstmal 100 Bremsen auf 80. Und dann müssen wir sowieso gleich anhalten. Deswegen habe ich auch gleich den V-Sollsteller hier drüben schon auf 0 runtergenommen. Komischerweise hängt der immer noch bei 100 fest. Jetzt hat er es genommen. Wunderbar. Und die Bremskraft ist ja sowieso deaktiviert jetzt. War ein bisschen knapp. Aber ich habe es ja zu Anfang angekündigt. Und dann hören wir gleich wieder das wunderschöne Bremsenquietschen der Doppelstockwagen hinten vor allem. Weil die sind richtig laut, habe ich gemerkt. Oh, da muss man ein bisschen stärker bremsen. Na komm. Ohne geht's nicht.
Sorry, aber die Schnellbremsstellung war jetzt wirklich nötig. So, wir müssen nach hinten wechseln und mal gucken, ob wirklich auch alle Türen noch aufgehen können. Ich glaube nämlich nicht. Dann an der Stelle ganz kurz die Durchsage. Das Aussteigen am ersten Wagen in Fahrtrichtung vorne ist verboten, damit uns da keiner ins Gleis fällt. Die Türen gehen auch gar nicht auf. In der Hinsicht hat wirklich die Train Simulator-Konfiguration hier mal einen Vorteil. Aber ich merke gerade, wir müssen uns vor allen Dingen auf verlängerte Bremswege einstellen. Denn so weit habe ich eigentlich bisher noch keinen Zug erlebt, dass er gerade bei einem Personenzug eben so weit noch rutscht. Aber na gut, wir hatten ja jetzt auch wie gesagt keine E-Bremskraft dazu. Das habe ich ja jetzt hier an der Stelle wirklich gekonnt ignoriert. So, die Türen sind zu, wunderbar. Und dann kann es gleich wieder losgehen. Leistung hoch. Und langsam die Zugkraft hochschrauben. So, bis auf 80 wieder eingestellt. Hier haben wir quasi diese gelbe Tachonadel. Und die zeigt uns an, welche Geschwindigkeit angestrebt wird. Wir können hier auch mal den bedingten Auslauf aktivieren. Ich hatte ja gesagt, ich möchte auf die Systeme gleich nochmal ein bisschen näher eingehen. Der bedingte Auflauf, nicht Auflauf, den hätte ich jetzt gerne in meinem Bauch, ja, weil der knurrt schon ein bisschen. Aber nein, der bedingte Auslauf hat quasi zur Folge, dass die Lokomotive auf die angegebene Sollgeschwindigkeit beschleunigen wird. Sie schaltet da dann halt mit den entsprechend eingestellten Zugkräften hinauf. In dem Fall können wir jetzt sogar auf 100 gehen, weil da gerade eine Geschwindigkeitstafel stand. Und wenn sie bei diesem Geschwindigkeitswert angelangt ist, dann schaltet die Lokomotive automatisch die Leistung runter, geht runter auf 0 und beschleunigt nicht weiter. Dieser Modus wurde gerne beim S-Bahn-Dienst angewandt. Einerseits um Energie zu sparen und andererseits eben um dann wieder möglichst das Fahrwerk auf niedrigere Stufen runterzubringen. Man sieht es schon, wir sind gleich bei den 100 angekommen und die Lokomotive, wie erwähnt, schaltet runter mit den Fahrstufen auf 0. Ich habe jetzt nicht gehört, ob die Trennschütze im Hintergrund aktiv wurde, aber das können wir ganz kurz ausprobieren. Scheinbar nicht. Und die Sonderprogramme werden gelöscht, indem wir hier an dem linken Schalterchen, wenn wir den quasi einmal nach unten ziehen, dann sind die Sonderprogramme raus. So, nur fahren hätte ich jetzt gerne wieder. Und dann die Leistung nochmal neu hochstellen. Ich glaube, dazu müssen wir den V-Sollsteuer betätigen kurz. Jetzt. Und hier unten kommt dann gleich wieder der nächste Bahnhof. Wir fahren ein in Flöha. Ja, wir können die Leistung unten lassen. Das bringt uns jetzt hier wenig. So, Modus nur bremsen. Und dann gehen wir hier mit der Leistung wieder hoch. Stellen schon mal runter auf 60. Und nutzen die E-Bremse schön mit. Na, hier vorne müssen wir eigentlich 60 fahren an der Tafel. Das ist bei der Deutschen Reichsbahn auch so ein bisschen anders gewesen. Das sind nicht die identischen Signaltafeln, wie man sie von der heutigen Deutschen Bahn kennt. Oder von der Deutschen Bundesbahn. Oh. Naja, bei 0, da bremst die nicht mit ab, okay. Macht sie nicht. Gut, nehmen wir runter. Wieder die Leistung auf 0. Trennschutz im Hintergrund war auch wieder zu hören. Und lassen hier die Fahrgäste in Fahrtrichtung links aussteigen. Wir merken uns gleich wieder vor, die Bremsen etwas stärker anziehen, damit wir auch wirklich zum Halten kommen. Oh, allein dieses Bremsenquietschen, ich finde das so geil. Das kenne ich auch aus meiner Kindheit noch. Wobei ich längst nicht so alt bin wie die DDR, muss ich auch dazu sagen. Aber echt, dieses Bremsenquietschen von irgendwelchen Nahverkehrswagen, das war immer so legendär. Auch wenn es wirklich in den Ohren gerade als kleiner Junge immer ziemlich stark wehgetan hat. Aber dann war immer meine Großmutter da und hat mir die Ohren zugehalten. Immer schön am Bahnhof gestanden und Eisenbahn geguckt. So hieß es damals. So, die Türen sind offen in Flöha. Wir haben es gleich 20 Uhr. Fast schon Schlafenszeit, ne?
Und wir sind, naja, pünktlich mehr oder weniger. 19.59 Uhr sollen wir hier ankommen. Und 20.02 Uhr ist die Abfahrt. Dann können wir diese paar Minuten auch noch dazu nutzen, um uns einerseits mal ganz kurz die Doppelstockwagen genauer anzuschauen. Wir haben, dazu sollten wir eigentlich reinfliegen. Ach, guck mal, wir haben sogar hier außen die entsprechenden Fahrtafeln dran. Freiberg, Sachsen, Karl-Marx-Stadt, Glauchau in Sachsen und zurück. Das passt sogar zu der Strecke, die wir heute fahren, ne? Freiberg, Sachsen fahren wir durch, ne? Doch, Freiberg haben wir auch noch mit drin. Genau. Freiberg, Sachsen ist auch noch mit drin. Dann geht's halt wieder theoretisch zurück über Karl-Marx-Stadt und in die andere Richtung weiter, wo wir gerade, ja, vorher hergekommen sind, durch den Tunnel durch. Da geht's dann wieder Richtung Glauchau. So, Deutsche Reichsbahn haben wir ganz groß als Logo an den Wagen dran. Es thront auf jedem Wagen. Hier unten Zulassung für 120 km pro Stunde. Bahnverwaltung Deutsche Reichsbahn. Beheimatet sind wir im Bahnwerk Dresden und in Dresden Hauptbahnhof. Ja, Wagenlänge 19,95 Meter. Dann hier drüben wahrscheinlich das, die Untersuchungsdaten, wann eine Revision fällig ist, wann die nächste Hauptuntersuchung kommen muss und so weiter und so fort. All das steht natürlich auch an den Fahrzeugen angeschrieben. So, ansonsten ist es hier relativ leer im Bahnhof. Wir haben hier drüben noch eine schöne Tiger-Trommel, eine 120er. Der Sound von der Lokomotive ist auch wirklich unverkennbar und einzigartig. Eine so schöne Lokomotive, aber sehr laut. Daher auch der Name Tiger-Trommel. So, nochmal kurz zum Zug zurückgeflogen. Türen sind noch offen. Wir haben auch noch ein Minütchen. Das passt wunderbar. Dann können wir schon mal die Zugbremse lösen. Lokbremse ziehen wir an der Stelle an. Ja, nicht lösen, nicht lösen, nicht lösen. Die soll angezogen bleiben. So. Hier drüben. Leistung ist auf 0. Wir dürfen mit 60 aus dem Bahnhof rausfahren. Und ja, genau. Dann können wir gleich loslegen. Kurz rüber ans Fenster gewechselt. Kopf rausstecken. Die Türen sollten sich schließen. Haben sich geschlossen. Wunderbar. Dann heißt es für den Lokführer an der Stelle. Bremsen lösen und Leistung aufschalten. Und los geht es. Raus aus Flöha. Was für eine schöne Lokomotive. Mir persönlich gefällt die 143er Serie sogar als Reichsbahnanstrich hier in Weinrot viel, viel, viel besser als die heutigen 143er. Aber das ist so eine persönliche Sache. Da hat jeder andere Farbvorlieben, sage ich jetzt einfach mal. Und auch einige Privatbahnen haben natürlich die heutigen 143er in unterschiedlichen Lackierungen. Die RBH würde mir da zum Beispiel einfallen noch. Dann die Mitteldeutsche Eisenbahngesellschaft, die MEG. ArcelorMittal hat auf jeden Fall 143er. Ob sie noch im Dienst sind, kann ich dir so nicht sagen. Die habe ich leider noch nicht in echt gesehen. Dann, wen haben wir da noch? Die Eisenbahngesellschaft Potsdam würde mir jetzt noch in den Kopf kommen, aber die haben, glaube ich, keine 143er. Die waren, glaube ich, mit 151ern bestückt. Ja, auf jeden Fall, das sollte erstmal reichen, um ein paar EVUs zu nennen, bei denen die 143er im Dienst sind. Achso, genau, wir haben es auf 60 eingestellt und wir dürfen auch nur 60 fahren. Genau, das passt bis Falkenau hin. Dann haben wir zumindest nicht so das Problem, dass sie so stark abbremsen müssen. Das kommt uns auch irgendwo zugute. Im Hintergrund die Grafikbugs bitte zu ignorieren. Und jetzt sind sie auch wieder weg. Wunderbar. Wenn jemand fragt, da war nichts. Ja, sonst zur Lokomotive. Hier drüben haben wir die Lokbremse, darunter das Führerbremsventil. PZB befindet sich hier oben. Wachsam, frei und Befehl. Wir haben daneben irgendeinen Schalter, von dem mir der Name jetzt nicht einfällt. Das hat irgendwas mit Waschen zu tun.
Kann ich jetzt nicht genau beantworten, für was der ist. Wir haben das Makrofon. Was das ist, hören wir gerade. Die Hupe. Wir haben Bremse lösen daneben. Wir haben hier unten den Sander. Wir haben die Türen. Dann hier drüben die Hilfssteuerung, mit der wir, wie gesagt, diese relativ schweren Güterzüge zum Beispiel, ja, möglichst schonend anfahren können. Damit können wir halt die einzelnen Fahrstufen bei der Lokomotive ansteuern. Und ach schön, damit können wir auch den Trennschutz auslösen. Und wir müssten sowas von stark runterbremsen gerade. Das ist gar nicht gut. Das ist heute wirklich eine sehr schlechte Fahrweise von mir. Ich bitte es zu entschuldigen. So, Türen gehen auf und die Fahrgäste können rein. Okay, die Bremsen lösen sich so lange. Dann können wir uns auch den Teil hier drüben schnappen mit der Lokbremse, damit wir zumindest wieder schneller dann losfahren können. Türen sind noch geöffnet, wir haben auch ungefähr noch ein paar Sekündchen. Hier drüben, die Zugkraft ist voreingestellt, okay. Ansonsten haben wir hier drüben noch was zu erklären. Die Zusatzheizung haben wir hier unten, Führerraumheizung normal, dann die Signalleuchten sind aber hier im Simulator nicht zu bedienen, würde ich empfehlen, per H-Taste auf der Tastatur zu machen. Führerraumbeleuchtung stark aus schwach, nochmal Heizung und die Heizung für die Frontscheiben befindet sich oben drüber, allerdings auch hier im Simulator nicht bedienbar. So, Leistung wird aufgeschalten und Abfahrt. Echt, die Lokomotive fährt sich um einiges schwieriger, als dass man so denken würde. Ich weiß nicht, traust du dir zu, diese Lokomotive hier zu fahren? Möglichst ohne Schaltwerksschäden, möglichst ohne Verbremsungen und möglichst ja, mit einer richtigen Bedienung hier im Führerstand. Würde mich mal interessieren. Schreib es mir unten gerne in die Kommentare rein. Durchlesen tue ich es mir in jedem Fall. Und je nachdem, wie viel Zeit ich habe, gibt es natürlich auch eine Antwort. So, Leistung noch ein Stückchen hoch. Auf 80 müssen wir. Und auch hier drüben, die Leistung können wir noch hochdrücken. Die Lokomotive ist auch so intelligent, dass sie im, ich sag mal, normalen Fahrmodus eine Art Oberstrombegrenzung wahrnimmt und entsprechend ja, von dieser halt dann die Leistung runterregelt. Ach genau, wir kommen an den großen Viadukt. Wachsam. Und dann müssen wir runterbremsen. Das Gute ist, ich weiß, dass der Abstand hier relativ groß ist und dann können wir etwas langsamer runterbremsen. Ich hoffe, dass die hier keinen 500 Hertz Gleismagneten installiert haben, denn einen Tausender hat die Lokomotive gerade schon mal nicht wahrgenommen. So, da vorne kommt auch gleich noch ein Vorsignal. Das sehen wir schon an den Vorsignalbarken. Das sind diese kleinen weißen Täfelchen hier mit den drei weißen Strichen drauf. Jetzt nur noch zwei, dann nur noch einer und dann kommt das Vorsignal. So, ungefähr 40 haben wir auf dem Tacho. Das ist aber immer noch zu schnell für eine 20er Stelle. Da vorne kommt sie. Und dann werden wir hier auch langsamer. So, ideal wäre es jetzt für uns, wenn wir mit der Steuerung umgehen könnten, was die einzelnen Fahrstufen angeht, bei der Hilfssteuerung. Aber nein. So leicht ist es dann doch nicht und wir sind viel zu schnell. Ups, das war jetzt nicht beabsichtigt. Sorry an der Stelle. Trennschutz wurde aktiviert. Ich sehe schon, wir haben heute irgendwo einen Trennschützenfehler drin. Das kommt sicherlich noch heute. Ich würde gerne noch herausfinden, wie diese Hilfssteuerung tatsächlich funktioniert, weil ehrlich gesagt, irgendwie kriege ich die nicht so richtig in den Griff. Sonderprogramme sind auch nicht aktiv. Müssen wir dazu Leistung irgendwie aufschalten oder so?
Auch nicht. Wir sind zu schnell, ich weiß. Ich hab's ja zu Anfang angekündigt. Die Fahrweise mit der Lokomotive ist wirklich kompliziert. Es benötigt einige Stunden, würde ich behaupten, um auf diese Lokomotive wirklich klarzukommen. Aber jetzt haben wir wahrscheinlich mit einem der schönsten Stellen auf dieser Strecke so ein bisschen an uns vorbeiziehen lassen. Diese wunderschöne große Brücke. Unter uns müsste jetzt gerade, ich dachte, das Flöhartal sein. Darauf möchte ich mich jetzt aber auch nicht berufen. Auf jeden Fall haben wir hier unten einen wunderschönen kleinen Bahnhof, an dem wir auch schon gestartet sind, mit einem Panzertransport war das. Genau, Hetzdorf im Flöhartal, lag ich doch richtig. So, und wir beschleunigen wieder, in dem Fall auf 80. Leistung vorwählen. Und genau, die steigt auch gleich noch mit an. Eine Besonderheit noch ganz kurz. Wieso schaltet denn das Signal jetzt schon um auf gelb? Na gut. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach genau, die Vorsignalwiederholer haben hier bei der Deutschen Reichsbahn auch eine extra Kennzeichnung. Ich zeige sie dir dann gleich nochmal, wenn wir den nächsten vor uns haben. 80 dürfen wir fahren, nächster halt Oederan. Alles klar. Da bekommen wir dann auch wieder einen größeren Bahnhof vor die Nase gesetzt. Und da wäre es ganz gut, zwischenzuspeichern. Ich muss auch sagen, es ist ein wirklich entspanntes Fahren gerade, weil wir tuckern halt relativ langsam durch die Gegend. Ist nicht wie irgendwie während so einer hektischen ICE-Fahrt mit bis zu 300 km pro Stunde. Wobei man auch sagen muss, klar, die Bedienung von so einem ICE 3 zum Beispiel, die ist viel einfacher als hier die Baureihe 243. Wie einige Lokführer noch sagen würden, das ist noch Eisenbahnfahren pur. Da spürt man die Maschine, auf der man drauf sitzt, an die unter einem brodelt. Da hört man auch richtig die Fahrmotoren und man spürt die Zugkräfte. So, Schaltwerk ist wieder bei der Null angekommen. Und da war gerade die Trennschütze zu hören. Das ist immer dieses Kusch. Ich kann es jetzt schlecht nachvertonen. Aber du weißt, was ich meine. So, Vorsignal ganz typisch mit der, ja, ich sag mal, X-Tafel unten dran. Die NE-Signaltafel. Und die Vorsignalwiederholer haben entsprechend so eine, ja, runde, schwarze Markierung auf weißem Grund. Kommt der Bahnhof eigentlich schon? Nee, der kommt noch gar nicht. Wieso habe ich die Leistung schon runtergenommen? 80 dürfen wir fahren. Die Lokomotive macht das doch auch größtenteils automatisch. Das hat jetzt definitiv Verzögerungen reingebracht. Oederan soll um 20.15 Uhr erreicht werden, pünktlich zur Primetime. 3 Minuten. Können wir an der Stelle knicken. Oh, jetzt ist es aber auch wirklich hochgegangen mit den Fahrstufen. Gerade die oberen Fahrstufen, die sollten so als, ich sag mal, Reserve angesehen werden. Werden auch heutzutage bei den Lokomotiven der Baureihe 143 respektive bei der 155 ist es ähnlich, von einigen EVUs nicht mehr angewählt. Hintergrund ist der, dass halt auch die Lokomotiven schon, ja, in die Jahre gekommen sind. Man möchte sie nicht allzu stark strapazieren. Die sind halt wirklich nur für den Notfall da. So wurde es mir von entsprechenden Lokführern, die auf diesen Baureihen wirklich tätig sind und tätig waren, übermittelt. So. Weil auch auf einer richtigen 143er bin ich bisher noch nicht mitgefahren. Das sind auch einfach, ja, relativ alte Maschinen, muss man wirklich dazu sagen. Die haben viele Jahre ausgiebig gedient. Und hier dieser, ja, Vorsignalwiederholer nochmal. 60 waren hier, okay. Ach schön, da kommen sie doch nochmal. Das muss ich ganz kurz zeigen. So viel Zeit muss sein. Die Baureihe 155 als 250 wahrscheinlich markiert, genau. 250, 173,
137-7, sorry. Und ja, entsprechend halt auch der Baureihe 155, wie man sie heute kennt. Hier allerdings schon mit einem Einholmstromaufnehmer, wobei ich dazu tendieren würde, dass die 150-137-7 zu dem Zeitpunkt definitiv noch die ja, typischen Scherenstromaufnehmer, die Pantographen, oben drauf hatte. So, das Lichthauptsignal ist auf grün. Freie Weiterfahrt. Ach nein, wir wollen 60 fahren. Keine 100. Ja, und hier sehen wir natürlich nochmal die aktuell gefahrene Ist-Geschwindigkeit. Nur falls das noch nicht hervorgegangen sein sollte. Ja, wieder eine starke Abbremsung. Okay. Die Lokomotive steht so gut wie. Oh, ist das nicht schön? Das ist ein Traum in meinen Ohren, echt. Eine Symphonie für die Ohren. Ich liebe das so, wenn das so richtig schön quietscht, knarzt und ja, wenn man einfach das Material arbeiten hört, das ist so schön. Das hat man heutzutage wirklich relativ selten bei der Eisenbahn. Beim Güterzug hin und wieder mal, ja. Aber bei Personenwagen und so weiter, da sollte man das eigentlich nicht mehr hören. Bei einigen Intercity-Wagen würde ich behaupten, hört man das trotzdem manchmal noch. Gerade wenn sich ja, die Lokomotive vorne in Gang setzt und ziemlich viel Leistung aufgeschalten hat, dann hört man da wirklich hin und wieder das Knarzen. Oder auch wenn es halt in Kurvenüberhöhungen reingeht, bei den Drehgestellen unten, da ist schon manchmal das ein oder andere Knarzen wahrzunehmen. So, hier vorne wieder natürlich weiterarbeiten in der Lokomotive. Auch im Stillstand müssen wir hier drin einiges noch verändern. Leistung ist wieder unten auf 0 ungefähr. Die Ansteuerung müssen wir irgendwie wieder zurücksetzen. So, auf 60 einstellen. Ah, die schaltet Leistung auf. Wieso schalten die Leistung auf? Gar nicht gut. Das soll sie nicht. Türen sind zu. Jetzt soll sie Leistung aufschalten gleich. Das ist doch eigentlich bei 0, die dürfte doch eigentlich gar nicht anfahren, oder? Das ist jetzt ein bisschen komisch. Mal gucken, können wir jetzt die Hilfssteuerung benutzen? Geht das? Nee, auch nicht. War das nur im bedingten Auslauf möglich? Nee, jetzt kommt scheinbar gar nichts. Na, schaltet sie hoch oder nicht? Muss ich nachhelfen? Jetzt. Ja, manchmal ist bei der Lokomotive irgendwie so ein kleiner Tapser hier nötig bei der Geschwindigkeitssteuerung. Aber im Großen und Ganzen würde ich behaupten, ist diese Lokomotive für diese simulatorspielerischen Verhältnisse wirklich sehr, sehr, sehr schön umgesetzt worden. Es macht echt Spaß, mit der 243 zu fahren. Das Fahrzeug selbst gibt es bei Virtual Railroads. Die Strecke als Projekt Freiberg. Sachsen in der Version 2. irgendwas. Ich glaube 2.01. Ist auch aktuell als Freeware zu erhalten. Und die Baureihe 250, welche wir gerade eben gesehen haben, die gibt es bei DTG als 155 von der Deutschen Bahn AG. Und mit einem Repaint kann man daraus eine Baureihe 250 machen. Wenn das bei der echten Eisenbahn mal so einfach ging. Wobei man sagen muss, bei der echten Eisenbahn, da kostet jedes Repaint viele, viele tausend Euro. Denn so eine Lackiermischung und so ein Lackierer für Lokomotiven, das ist nicht gerade so billig. Selbst bei einem Auto, wenn man da in die Lackiere rein muss, das kostet schon einiges an Geld. Bei so einer Lokomotive, da geht es wirklich in vier- bis fünfstellige Bereiche. Nächster Halt ist dann in Frankenstein. Beim guten Doktor. Mal gucken, ob uns da einer mit einer Schraube im Kopf begegnet oder nicht. Die Rede ist natürlich vom Monster Frankenstein.
Kann man ihn eigentlich als Monster bezeichnen? Kommt drauf an. Je nachdem, wie man es sieht. Auch diese schönen Schienenstöße, die man sich hier noch hören kann. Auch wenn ich jetzt hier im Gleis keine Verlaschungen sehen kann. Die wurden scheinbar dann doch mit Thermit-Schweißverfahren verbunden. Jedenfalls hier bei uns im Simulator. Oh, wie orange-rot das hier schimmert, wenn das Sonnenlicht der untergehenden Sonne auf die Lok trifft. Wirklich, also die Strecke Projekt Freiberg-Sachsen und diese ja, Reichsbahnfahrzeuge, die kann ich wirklich jedem empfehlen, der so ein bisschen auf diesen Nostalgie-Charme abfährt. Es macht echt Spaß, mit der rumzuheizen. Und nach ein paar Stunden auf der Lokomotive und einem ausführlichen Lesen des Handbuchs ist da auch einiges möglich. Ich würde wirklich sehr gerne noch rausbekommen, wie man diese Hilfssteuerung hier tatsächlich verwendet. Aus dem Handbuch zur 143 werde ich da leider nicht so richtig schlau. Also da steht es zwar drin, wie es theoretisch funktionieren sollte, aber irgendwie, wenn ich es im Führerstand hier versuche umzusetzen, funktioniert es nicht so ganz. Kilometer. Waren wir jetzt eigentlich pünktlich in Oederan? Tatsächlich, wir haben ein Häkchen bekommen. Nur bisher in Niederwieser auf Gleis 3, da haben wir ein X bekommen. 20.23 Uhr sind wir angekommen in Frankenstein. 4 Minuten noch. Na gut. Und ja, bei der Baureihe 243, genau, da haben wir wie gesagt die E-Bremse. Die Möglichkeit besteht immer bei den Fahrzeugen, E-Bremskraft entweder abzuführen in die Oberleitung und quasi Strom zurückzuspeisen oder über sogenannte Presswiderstandslüfter. Und diese müssten hier auf der Außenkante der Lokomotive jetzt angeordnet sein. Das mal noch so dazu. Oh, schön, mit der 243 hier in den Sonnenuntergang hinein. Ein herrliches Bild. Unbezahlbar. Jetzt geht es eigentlich nur noch bergab, ne? Dann können wir mal den Modus nur Bremsen wählen. Und dann können wir hier auch die Bremskraft auf 100 hochstellen und so langsam dann hier den V-Sollsteuer zurückziehen. Gehen erstmal runter auf 60. Und dann sehen wir hier drüben, die Bremskraft geht nach oben. Bis zu 150 kN lässt die Anzeige zumindest zu. Der Bahnhof kommt immer näher. Der müsste sich hier hinter diesen Bäumchen irgendwo versteckt haben. Einigermaßen streckenkundig bin ich hier. Aber bitte, nicht zu viel erwarten hier. So, und der zeigt mir immer noch hier eine Fahrstufe an, komischerweise. Ja, der nimmt es aber auch nicht raus, okay. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir jetzt hier Bremskraft noch aufgeschaltet haben. Oder beziehungsweise den Modus dafür aktiviert haben. Da steht er viel zu nah am Gleis. Und er geht nicht weg. Dann kann ich auch nichts mehr machen. Na, komm. Ich glaube, das war jetzt überreagiert mit der Schnellbremsstellung. Wir können hier wieder auslösen. Ich glaube auch, die Lokomotive hat in Natura eine einlösige Bremse gehabt. Zu dem Zeitpunkt. Ich möchte es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, du musstest die dann immer wieder wirklich in die Neutralstellung bringen, bis du sie dann wieder anziehen konntest. Die V-Soll-Einstellungen sollten wir hier drüben eigentlich runternehmen. Machen wir auch. Zug- und Bremskraft runter auf 0. Na komm. Und die Modi wieder deaktivieren. So, Türen sind noch geöffnet. Es ist 20.22 Uhr. Da sind wir sogar überpünktlich. Tatsache. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Und hier haben wir sie nochmal. Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Das könnte ich mir sogar auf dem Desktop klatschen vom Computer.
sieht man so selten. Wir sollten ein bisschen öfters Deutsche Reichsbahn fahren, fällt mir gerade so auf. Werde ich auch in naher Zukunft anstreben. Da wird einiges kommen, verspreche ich dir. Na komm. Jetzt. Ja, wie gesagt, ich habe das noch nicht so richtig raus mit der Steuerung hier drüben. Das bitte ich wirklich heute mal zu berücksichtigen und vielleicht nicht unbedingt in die Däumchen hoch, Däumchen runter Bewertung mit einfließen zu lassen. Aber trotzdem, bewerte natürlich das Video, je nachdem, wie es dir gefallen hat oder auch noch gefallen wird, denn es geht natürlich noch weiter bis nach Freiberg. Aber ja, wenn es dir gefällt, Däumchen hoch, wenn nicht, dann halt runter. 100 Kilometer pro Stunde. Ich finde es sowieso klasse und da muss ich einfach auch mal Danke sagen an dich da draußen für deine regen Bewertungsaktivitäten in den letzten Tagen, Wochen, Jahren. Wir hatten jetzt wirklich bei nahezu, ich will mal sagen, 95% der Videos eine Daumen-nach-oben-Rate von über 90%. Das ist unglaublich. Und das spricht auch irgendwo dafür, wie sehr ihr teilweise hier mitfiebert. Und ja, das ist einfach eine so schöne Sache. Vielen, vielen Dank dafür, dass es dich da draußen gibt. Du, derjenige, der hier zuschauen darf. Und es macht immer wieder Spaß, mit dir hier gemeinsam auf Reise zu gehen. Ist immer wieder schön. Und gerade bei solchen Bildern, ja, das ist jede Minute, jede Sekunde wert. So ein Eisenbahnpanorama kriegt man nur selten geboten. Lieben Dank dafür. Na, 100. So. Wir haben ja sowieso ein bisschen Zeit über. Da können wir auch etwas zögerlicher fahren. Ja. 100 sind eingestellt, okay. Volle Kraft voraus, Captain. Und in 2 Kilometern halten wir in kleinen Schirmer auf Gleis 2. Und man muss es auch einfach mal noch gesagt haben, was die Eisenbahnwelt der Deutschen Reichsbahn angeht, das ist wirklich, ja, das ist eigentlich eine Sonderepoche, oder was heißt Sonderepoche, das ist eigentlich nochmal eine komplette Epoche für sich, die man mit dem heutigen Eisenbahnfahren, ich würde behaupten, eigentlich so gar nicht vergleichen sollte. Weil es standen in der DDR andere Mittel zur Verfügung. Es gab, ja, es gab eigentlich wirklich vielerorts, oder gerade im Fahrzeugbau, wirklich Mangel an Ressourcen. Man hat da teilweise genommen, was man hatte, um eben ja, Möglichkeiten zu schaffen, um Transportgeräte herzustellen. Auch die 243 hier, man sieht es nur im Führerstand. Das ist halt, ja, optisch finde ich jetzt nicht gerade die Lokomotive, wo ich sagen würde, da möchte ich einziehen, wenn du verstehst, was ich meine. Dieses, ja, naja, beigefarbene Armaturenbrett auch hier, diese beigefarbene Auskleidung. Dann hier diese, ja, ich denke mal, Pappe oder holzartiges Design. Das ist wow. Sorry, das wird jetzt eine Notbremsung. Ich habe zu viel geplappert. Das geht schief. Das geht sowas von schief, ich weiß es jetzt schon. Sorry, ich habe zu viel geplappert. Na komm, wieder eine Tür, oder? Nee, es wären noch 2. Es wären noch 3. Okay. Volle Bude verbremst. Volle Bude. Wir machen es jetzt mal folgendermaßen. Macht man eigentlich in echt nicht so. Darf man gar nicht. Rückwärtsgang. Ah. Sorry. Das sollte jetzt nicht so sein. Ich drücke jetzt schon langsam, weil ich weiß, dass uns die Lokomotive sonst nach vorne abhaut. Ach nein, wir fahren in eine Art Gefälle rein. Also in jetziger Fahrtrichtung, ne? So. Das hat keiner gesehen. Und im Eisenbahnbundesamt kann es auch keiner melden. Denn das war in der DDR in dem Sinne nicht zuständig. So, Fahrtrichtungssender nach vorne. Ich weiß, darf man auch nicht während der Fahrt machen. Aber das muss jetzt hier gerade für den Simulator mal schnell gehen.
und im Simulator kann unsere Lokomotive nicht wirklich kaputt gehen. Türen auf. Allgemein, ich habe in letzter Zeit eine ziemlich, ich sag mal, aggressive Fahrweise. Oder ziemlich, naja, schnelllebige Art und Weise. Das ging schon mal besser. Na, die Lokbremse hält es nicht alleine, okay. Dann müssen wir das Ganze kompensieren. So, Freiberg, Sachsen, nächstes und, oh, schade. Schon letztes Ziel. Komm, Leistung. Komm, liebe Leistung, aufschalten, aufschalten. Mach mir die Freude und schalte Leistung auf. Sei eine gute Lokomotive. Nein, das ist eine böse Lokomotive. Wieso schaltet die jetzt wieder nicht auf? Das musste natürlich jetzt auch am vorletzten Bahnhof hier nochmal passieren, ne? Alle Programme nochmal löschen, okay. Fahrtrichtung seine Neutralsteuerung. Und jetzt, okay. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich kann es heute tausendmal sagen. Macht die Fahrweise von mir aber echt nicht besser gerade. Das ist auch der Grund, wieso ich die 243, ich sag mal, meide. Es macht Spaß, sie zu fahren, auf jeden Fall. Aber in Hinsicht der richtigen Kontrolle dieses Fahrzeugs ist es dann doch wirklich ein Ticken schwerer. Und gerade eben mit so einer Hand hier nur im Führerstand, denn ich habe nur einen Mauszeiger, wird es immer noch ein bisschen schwieriger. Aber das gehört halt dazu. Sonst könnte es ja auch jeder. So, 80. Habe ich gesehen. Wachsam habe ich gedrückt. Leistung können wir runternehmen. Denn die 80 haben wir schon längst erreicht. Danke, liebes Schaltwerk. Und dann da wieder Leistung reindrücken. Ab hier muss dann die 80 gefahren werden. Wir haben halt immer diese, oder meistens, diese kleinen rechteckigen Tafeln hier, die dann die eigentliche Geschwindigkeitsmarkierung darstellen, wo dann auch wirklich die vorangekündigte Geschwindigkeit gefahren werden muss. Und die kleinen Dreiecke, die sich hier am Streckenrand ständig befinden, das sind quasi diese Vorankündigungen. So, bevor wir dann hier gleich in Freiberg in Sachsen unsere Wege, zumindest für dieses Video, trennen, würde ich mich wirklich noch sehr darüber freuen, wenn du dir einfach mal diese eine Minute, mehr brauchst du dir gar nicht nehmen an Zeit, einfach mal nimmst, unter das Video drunter schreibst, ob es dir wirklich gefallen hat, was dir besonders gut vielleicht auch gefallen hat. Gerne kannst du natürlich auch meine Fahrweise kritisieren, freue ich mich schon drauf, gerade dann, wenn ich weiß, wie es hier im Simulator richtig funktionieren sollte. Aber auch bitte nur dann, wenn du wirklich zu 100% weißt, wie man diese Lokomotive fährt. Am besten wäre es natürlich, wenn wir einen ehemaligen Lokführer hätten, der auf diese Lokomotivbaureihe tätig war und das mal ausgiebig erklären könnte. Wäre ich auch sehr dankbar, weil mit der 243 hier bin ich wirklich relativ wenig vertraut. Ich kenne die Geschichte der Lokomotive, ja, aber da hört es dann auch schon langsam, muss ich ehrlich sagen, wieder auf. So, runterbremsen. Das war, nein, nur fahren. Ich möchte nur bremsen. Unter 85 sind wir schon. Bremskraft wird reingedrückt. Wir sollen auf 60 oder 40 runterbremsen. Laut der HL-Signalstellung. Und dann gucken wir mal, was das nächste Signal uns erübrigt. Fahrplan haben wir jetzt leider nicht. Der kann uns auch jetzt hier nicht weiterhelfen an der Stelle. Also das Head-Up-Display da unten. Denn da sehe ich auch nicht, ob bei dem Blinken ein 40 oder 60 erwartet wird. Und in dem Fall ist es natürlich die 40. Genau, Weiterfahrt mit 40, halt erwarten. Und hätten wir jetzt hier ganz kurz noch ein bisschen Signalkunde.
einen gelben Lichtstreifen unten drunter, dann dürften wir mit VMAX 60 fahren. Hätten aber trotzdem Halt zu erwarten. Also, das hier drüben erwarten wir gleich nach dem Signalbild. Und hier auch ganz wichtig, nicht vergessen, PZB wachsam. 1000 Hertz Gleismagnet wurde erkannt und Fahrzeugmagnet, der hat es detektiert. Zum Abschluss kommt nochmal eine 243, ne? Genau, mit Dostos hinten dran. Guten Tag, der Kollege. Und auf Wiedersehen. Wir lassen die Bremskraft weiterhin hier aufgeschaltet. Auch wenn die, wie gesagt, jetzt hier bei 0 ist. Und dann trennen sich leider hier unsere Wege in Freiberg, Sachsen. Da drüben geht es dann nicht elektrifiziert weiter im Güterbahnhof. Aber da kommen wir jetzt erst einmal nicht hin. Auch hier immer darauf achten, dass wir möglichst eine Oberleitung über dem Kopf haben. Jedenfalls, wenn wir in der Lokomotive sitzen. Als normale Personen draußen im Gleisbereich, wenn wir die Berechtigung dazu haben, sollten wir uns tunlichst von der Oberleitung entfernen. 15.000 Volt, nicht 15.000 Kilovolt. Meine Güte, da hätten wir aber ein anderes Problem. 15 Kilovolt schlummern da oben in der Oberleitung drinnen. Wobei schlummern eigentlich das falsche Wort ist. Das ist Energie pur. Also davon wirklich fernhalten. Die sind lebensbedrohlich. So, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken, fürs Mitfahren, fürs Mitfiebern und für die Leidenschaft zur Eisenbahn. Ist mir wieder eine Ehre gewesen. Den Zug möglichst pünktlich. Sind wir pünktlich? Ja, wir sind pünktlich. Ans Ziel zu befördern. Eine Sekunde hat man noch, um das Ganze hier quitt zu machen. So, in dem Sinne, DDR Eisenbahn-Nostalgie an der heutigen Fahrt hier am Ende angelangt, im Zielbahnhof. Wir werden definitiv in naher Zukunft wieder ein bisschen bei der Deutschen Reichsbahn unterwegs sein. Allerdings natürlich nicht jedes Video, aber trotzdem hin und wieder mal ein kleiner Abstecher. Der tut uns, denke ich mal, auch ganz gut. In dem Sinne, danke nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hinterlasst mir gerne einen kurzen Kommentar. Wäre echt schön. Würde mich auch sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.